Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox. Willkommen zur nächsten Folge von Thorn. Wir sind jetzt schon sehr weit gekommen. Wir haben schon die Hälfte der Schlüssel gefunden und befinden uns jetzt im Speisesaal. Quasi vor dem nächsten Rätsel, um mehr zu erfahren, wie das mit Talbot und Marina gelaufen ist. Denn ich habe die Befürchtung, das ist nicht so gut gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Traurig und dramatisch. Ich glaube, jetzt fängt der Creepy Sci-Fi an. Neben dem Rätsel. Ich bin gespannt. Kill Odin. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Willkommen im Speisesaal. Nur ohne Speise. Aber dafür mit Lichtern. Auf zur Jagd. Du bist nix. Du bist nix. Du bist nix. Du bist auch nix. Nein. Nein. Nein, da ist er. So, wir gehen kurz. Wie gewohnt. Schnell alles durch. Das ist ja schon quasi Routine für uns. Oder für mich. Nein. Ich rede häufig in dritter Person. Ich denke, wir feiern das ja zusammen. Da kann man schon von der dritten Person reden. Aber wie schon letztes Mal meine Erkenntnis gewesen ist, man kann nicht alle finden. Da alle Objekte auch gar nicht gefüllt sind mit Lichtkristallen. Da kommen die direkt da drauf. Denn meine Befürchtung ist, dass es so gewollt ist, dass man in gewissen Abständen zurückkommt zu den Räumen, um sich nochmal alles durchzugucken, da dann sich dann die Objekte mit Licht erfüllen. Ernste Miene. Bioshock. Hier nochmal durch. Ja, da twiggelt was. Und da. Licht habe ich noch erhascht. Du bewegst dich. Und du. Und ich glaube, das war vorerst alles. Okay, dann wollen wir mal. Rätseltime. Ecke. Y. Ist da irgendwas? Da geht's runter, okay. Ecke. 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 Gerade. Ich nehme mal noch mit. Schade, kann man da nicht raus. So schön ist er da draußen. Ecke. Dreier. Da. Das brauche ich. Fangen wir mal hier an. Oh, you're figuring it out. Nee, sag bloß Y. Haben wir irgendwo gefunden? Da hinten? We're almost there. Ja, ja, beruhig dich. Almost, wir haben gerade erst angefangen. Ecke. Nein, das ist das da. That's right. Mhm. Dreier, noch ein Y. Gerade. Gerade, gerade. Das ist ein Dreier. Ne, da kommt ein Dreier hin. Okay. Ecke. Y. Einmal raus. Da ist eine Ecke. Almost there. Ecke. Mal gucken, wo kommt die Ecke hin? Da hinten. Da ist eine Ecke. Ein gerades Stück. Kommt hier hin. Ja, aus der Ferne ist irgendwie einfacher, weil einfach der Lichtbogen von der Lampe, in Anführungszeichen Lampe, größer ist. Dann da. Da hinten ist eine Ecke. Oh, nein. Verarscht. War keine Ecke.
gerade Stück. Dreier. Y. Y. Drei. That's it, Keith. She was supposed to be a German ship, but after World War II, Germany had to surrender the ship to the USSR as war reparation. Diese Ecke. Ach, ich brauche ein Gerades. Geben Sie mir ein Gerades, Watson. Bitte. Bitte. Aha, gewickelt. Gerades Stück. Kein gerades Stück, Mensch. Ist da doch. Oh, du wiggelst! Watch the China. It's delicate stuff. Wedding gift for me. Da kommt. Ich dachte gerade, ich könnte durch den Tisch laufen. Wäre ein bisschen komisch. Durch die Stühle kann ich ja teilweise laufen, warum auch immer. Das ist ein gerades Stück. Und noch das gerade Stück. Hier. Ich dachte gerade, du hast gewickelt. Nochmal Glück gehabt. So. Haben wir alle. Immer witzig, wenn einfach alles wieder abfällt. Ganze Mühe umsonst. Gehen wir mal die Ecke, mal gucken, wo es weitergeht. Und zwar hier. Drei. Okay. Ich häng da gerade ein bisschen irgendwo fest, das werden wir gleich mal hinbekommen. Ecke, das da. Ah ja. 3, 3, 3, 3, 3. Da. Gerade Stück. Da hinten. In der Ecke, da müssen wir aber gerade rauslaufen. Das kann ich jetzt nicht um die Ecke bringen, aber ein Dreierstück haben wir doch hier gehabt. Da. Ein Y-Stück hatten wir. Und eine Ecke. Ja, so lang. Also, ja, mittlerweile haben wir echt einen Dreh raus. Es geht echt super schnell. Weg da! So, so aggressiv. Da das Eckstück. Y-Stück. Weg. They renamed her after a German explorer who worked for the Russians. Just as this German ship now works for the Russian fleet. Ja, die Mitte des Raumes verlassen. Ecke. Y-Stück brauchen wir immer noch. Wo wir die Ecke rein tun können. Y. Ich glaube nirgends mehr. Brauchen nur noch das Y-Stück. Das da hinten lauert. Ein Grammophon. So. Jo! Was passiert da? Ein Schiff unterm Tisch. Ernsthaft. Ich hänge. Da, wiggle, wiggle. Okay, mal gucken. Nehmen wir mal sowas. Ich muss kurz herausfinden, wo es hier weitergeht. Hm.
setze ich noch nichts. Irgendwie müssen wir ja die Kabels da reinmachen. Ach so. Okay, okay. Die sind vertauscht. Okay, dann machen wir... Hoppala. Hoppala. Es ist ein blau-weißes. Sieht man ja in der Farbe. Wir haben ein... Oh, das könnte ein bisschen kompliziert werden. Ah, wir haben ja hier das Bild. Okay. Wir haben ein blaues Schiff, das ist das ganz linke. Ein rotes Schiff ist das mittlere und das ist das graue Schiff. Okay. Easy. Wir machen jetzt erstmal das blaue. Mal alles weg. Ah, dich brauche ich auch nicht. So, ganz vorne haben wir ein weißes. Aber nicht das. Das weiße ist hier vorne. Nein. So, dann rot, rot, weiß. Und rot oben. Rot oben, nein. Remember, each of the ships has a different colored hull. So, Schiff 1 haben wir. So, dann machen wir das da vorne. Das ist ein... Ganz vorne ist ein Zweier. Mittig ist ein Drei. Und hinten zweimal weiß-blau. Und jetzt der Rest noch von dem roten. Einmal vorne hier das da. Oben das. Und zu guter Letzt das da. Easy. Jawohl, ja. Yeah, wir kommen. Dich nehme ich noch mit. Und dich nehme ich mit. Jetzt mal kurz alles durchscannen. Nach irgendwas wiggelt. Ne. Okay, was haben wir? Ein, Schlüssel, ein Schraubenschlüssel. Which key is this? There. We're more than halfway there. Let's see the latest one. Hier, bitteschön. A wrench. Wrench, ja genau. That's odd. Don't remember that one. Does it remind you of anything? Not really. It's your key, not mine. It's just that you're very mechanically inclined. My father was the same way, you know. Could fix anything, but terrible with money, as was I, until I met Rena. So, let's see what we discover today. Here. Ah, right. The Mind Palace. Have you ever heard that term? No. You create a series of locations in the mind where you can store information that you want to remember. The ancient Greeks used it to memorize long speeches, things like that. They'd think of a place they knew and they'd attach memories to the specific locations or rooms. When they thought of the location, that triggered the specific memory. Here's the amazing thing. When we went inside people's minds, we discovered that people intuitively create mind palaces for all their thoughts and memories. It's the mind organizing itself, but it's more than that. More, please. Rena and I could look inside these palaces and explore, watch people's thoughts and memories. But we soon discovered that parts of these palaces were blocked off. We couldn't access them. We wanted to, of course, but we could only look. We couldn't touch. Why would you want to? Those doors are probably closed for a reason. If you could share a bit more, I'll try to recall.
Our theory was that things get trapped in the mind. The mind becomes a sort of prison. A trained professional could go in there and set the patient free. Doctors could enter the minds of comatose patients, heal from the inside out. We could bring unconscious conflicts out into the open and help people solve their problems in a matter of hours rather than years. It could mean the end of so much needless suffering. But invading someone's mind like that? How is that okay? Don't knock it till you try it, my dear. You should go. We'll talk more later. Was soll ich davon halten? Gehen wir kurz mal raus. There's something that guy is not telling me. Mm-hmm. I don't think it's some memory he's lost either. I think he's intentionally hiding something. Yeah. Are we really going to be able to bring him back into the real world? Is that even possible? I wonder what he looks like. I wonder why I don't know what he looks like. I mean, I've been all over this house practically, and I haven't even seen a single picture of him that I know of. What is going on here? I've got to get a picture of him for the blog. An sich, also ihr... Ihr Charakter ist schon ein bisschen egoistisch. Hauptsache Erfolg. Klar, sie ist Journalistin wahrscheinlich und ist halt, möchte halt die perfekte Story finden. Aber trotzdem. Und er, ja gut. Einen Weg gefunden, in den Verstand eines Menschen einzudringen. Auch wenn gewisse Areale im Gehirn bewusst geblockt sind, um wahrscheinlich. Ja, Traumata zu vermeiden, kennt man ja eigentlich. Man vergisst Dinge, die einen zerstört haben in der Vergangenheit. Man vergisst sie nicht, man sperrt sie weg, man möchte nicht mehr darüber nachdenken. Das hat alles seinen Grund. Und dagegen, trotzdem mit aller Kraft dann da reinzustoßen, dass das nicht gut ist, kann man sich ja denken. Na, wie dem auch sei. Also, wir haben jetzt den Weg oder wir gehen jetzt runter in den Keller. Wir gehen jetzt da entlang. Wo sagst du? Okay, Talbot, bist du... Wahnsinnshilfe? Gut, gehen wir einfach mal hier rein. Also, langsam aufmachen. Man muss es langsam aufmachen. Wow! Ein Wow-Effekt! Wir sind draußen! Nothing like enjoying a cold beer and olives like an Italian when it's middle of February out here. Endlich mal etwas mit Bewegung hier! Ja, hier passiert gar nichts mehr. Nur schnell alles durch. Mal die Tür zu machen. Ja, ist eine gute Idee. Und die Musik ist halt auch toll irgendwie. Strange how hard it is to remember our dreams. Okay. Let's fucking do this. Ein Herz. Okay. Dann gucken wir mal. Hier haben wir ein Eckstück. Oh, was zum Drehen wieder. Wieder Chaos hier.
veranstalten. Hier kommt das Drehstück. Keine Ahnung, hier dreht sich nichts. Ah, okay. So. It looks like this socket needs an elbow mesh. Elbow? Ooh. Good job. Good. Ob das ihre Stimme ist, die da so redet, oder einfach nur eine KI? Was heißt KI, Alter? Einfach computergenerierte Stimme, meine ich damit. Stopp, stopp, stopp! Bleib stehen, bleib stehen! Ja, funktioniert nicht. Kann man den Topf wieder nehmen? Ja. So. Eckstück. Y. Damit machen wir die Tür wahrscheinlich zu. Aha. War ich richtig mit der Annahme? So. Eckstück. Y. Gerade. Ein Stück. Ein Eckstück. Gerade Stück. Na, ah, Wiggle. Das gerade Stück. Einfach so ein Blumenkübel da rein. Ein Sturm besänftigt. Was haben wir hier? Eine Schachfigur. Der Bauer, um genau zu sein. Oder Pawn im Englischen. Days, my dear. You must have found another key. The picture looks like a chess piece, a pawn or something. Ja. Ah, it's an inside joke about our work and our test subjects. Rena was Russian, and the Russians have a dark sense of humor. Wirklich? Hier. Better. So, we had the machine ready to go. It was time to use it. It was time to enter the parallel, and from there into a person's mind. This led us to a very awkward question. Namely, whose mind were we going to view? Uh-huh. We needed a test subject. But who would be the right candidate? We didn't know if it would be safe, so we thought, well, just... Oh, ich befürchte was. Oh dear. Oh dear. You okay? You better give me some more. Quick. Ich befürchte was. Okay. Okay, let's see. Oh, thank God. We didn't use it on each other. For a minute there, I thought we did. What's the big deal? I take it you're not married. Who, me? Married? No way. We all have secrets we prefer to hide from one another, especially from those we love. We don't need to know absolutely everything about each other. A little mystery is a good thing. So,
if you guys weren't the test subjects, who was? That's the question we struggled with. The procedure is a bit invasive, you see. There are some risks involved. We needed test subjects who were, how should I say this, who were uncomplicated, single men of a certain age. Prisoners. You tested on prisoners? Yes, but only at first. Only until we worked out the kinks. Later, when it was safer, we chose test subjects. People who were most convenient to us. College students. We felt we could drum up some test subjects from our old university haunts. We posted our ad on the message board, where it wouldn't draw too much of the wrong kind of attention. It was very easy to set up a study and offer them a bit of money for their first time. More, please. We had some setbacks, of course, but once we had it all figured out, remember those locked doors I was telling you about? The ones inside people's minds? Yeah, the ones I said you shouldn't open. You did say that, but you of all people should know that locked doors can be opened. You found your way in here, after all. So tell me again, why didn't you go inside Rena's mind? That would not have gone well. She was a complicated person. What about you? Are you complicated too? Love is complicated. I adored that woman, but sometimes I hated her too. Don't think it was good for her to see that. You should go. I need some rest for a while. Ja. Geh, gönn ich dir. Wir müssen reden. Started talking about Rena in the past tense? Holy shit. I'm starting to think something happened to his wife. Did he hurt her or something? What if he did and he just can't remember? Is this blog going to turn into some kind of murder mystery? Ooh. Ich hab da so auch meine Theorie. Nicht bezüglich Rena, sondern dem Komplex hier. Es ist alles hier so fabellos, so fantasievoll, aber wir können nicht raus. Wir sind hier quasi in diesem Herrenhaus eingesperrt. Ist die Frage, warum können wir nicht raus? Warum sehen wir nur einen Teil davon? Überlegt mal. Sind wir wirklich hier? Oder sind wir woanders? Wie dem auch sei. Ja, also bezüglich Rena, er verheimlicht uns auf jeden Fall irgendetwas. Keine Frage. Aber das ist ja schon allgemein alles sehr merkwürdig. Ziemlich merkwürdig alles hier. Die Musik wird auch immer düsterer, habe ich so das Gefühl. Was ja eigentlich gut ist. Wir gehen auf jeden Fall jetzt runter. Noch ein bisschen Zeit haben wir, aber auch nicht mehr allzu Zeit. Wir schauen uns einfach mal unten das Ganze an. So viel Zeit reicht natürlich auch nicht, um dann das nächste Rätsel zu machen. Aber wir können es uns immerhin schon mal anschauen. Küche. Also wir haben hier eine Küche. Gucken wir uns mal. You know what room this is, of course. Kitchen. Dann geht's dann auch hier weiter. Das gehört wahrscheinlich auch dazu. Another example of how the other half lives. Look at the size of this room. You think an army lived here? Wir suchen jetzt einfach erstmal. Oh Mann! Oh, so viel Zeug, ey. 40 Lichter sind hier zu suchen. Aber irgendwie wiggelt hier auch nichts. What you'd expect, stocks and canned vegetables and potatoes and rice and root vegetables and so on. Potatoes. We had to be careful to keep everything airtight, otherwise the bugs would get into the supply.
All right, let's see what the problem is. It looks like this socket needs an elbow connection. Ja, ja. Aber das machen wir nicht heute. Gucken uns nochmal. Einfach wie gesagt alles nochmal hier durch. Dann haben wir das schon mal. Müssen es nächstes Mal nicht noch machen. Hey! Wiggelt da einfach runter. Ja. Da wiggelt was. Da wiggelt was. Da. Den Sack kann ich gar nicht. Okay. Ja. Hier machen wir dann weiter. Da wiggelt was. Überall gewiggelt. Man kann hier so schön Chaos machen. Oh Gott, den ganzen Tisch wollte ich doch gar nicht. Wo ist es? Wo? Also wenn es ein Gruselspiel wäre, wäre es echt gut. Und da geht's zum nächsten Bereich. Können wir die Tür öffnen? Ja. Ah, diese... Ich verstehe diese Türen nicht. Nur ein Computer. Und eine Kamera. Werden wir eigentlich beobachtet? Das ist eine gute Frage. So, das reicht. Gut. Hier machen wir nächstes Mal weiter. Chaos pur, wie immer. Ab zu Atmund. Ja. Küche. Kochen werden wir nicht. Wir werden wieder ein Rätsel lösen. Aber... Ja. Meine Theorie, die geht mir nicht aus dem Kopf. Beziehungsweise, sind wir im Kopf? Sind wir wirklich dort? Oder bei ihm? Was ist mit Rina passiert? Also es wird alles ein bisschen mysteriös. So langsam kommt das Spiel zum Laufen. Finde ich gut. Aber das Ende naht. Aber bis dahin sind bestimmt noch 1, 2, 3, 4 Folgen. Bis zum nächsten Mal. Euer Analfox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.